wenn du das richtig hinbekommst mit der Verlagerung, brauchst du keine Angst zu haben, zu früh zu schlagen. Hallo, ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du langsam gut in deine Saison reinkommst, dass die Bälle schon fliegen. Ich möchte heute über den richtig getimten Release sprechen, was so wichtig ist für mehr Länge. So, während meiner Stunden merke ich immer wieder, dass der Golfer oder die Golferin zu spät das Gewicht verlagert. Was die meisten tun, es wird ausgeholt, der Rückschwung ist dann zu Ende und dann wird das Gewicht nach links verlagert. Diese Verlagerung ist zu spät. Und diese späte Verlagerung wird auch oft mit einem zu steilen Abschwung gemacht. So, als allererste musst du wirklich daran arbeiten, das Gewicht so früh wie möglich auf die linke Seite zu bekommen. Um das zu tun, ist meistens eine leichte laterale Bewegung nach links notwendig. Okay, nur wie früh genau muss diese Verlagerung stattfinden? Die Verlagerung findet statt, bevor der Rückschwung zu Ende ist. Das ist wichtig. So, wenn ich ungefähr da bin, ich muss noch bis da oben kommen, verlagere ich das Gewicht schon nach links. Ist es irgendwas, was ich bewusst mache? Nein, das ist drin. Wenn du einen Ball werfen würdest, würdest du auch dein Gewicht nach links verlagern, bevor du schlägst. So, die Verlagerung ist viel, viel früher, als du denkst. Nur es gibt eine sehr gute Übung dafür und das mache ich immer wieder mit meinen Schülern. Und die Übung sieht so aus, der Ball liegt gegenüber des linken Fußes. Man holt aus, man verlagert oder man macht einen Schritt und dann schlägt man. So, ich hole aus, Schritt und schlagen. Okay, nun das ist jetzt sehr hilfreich, weil guck mal, wann ich den Schritt gemacht habe. Den Schritt habe ich lange vor dem Abschwung gemacht. Und so bekommst du ein Gefühl für die richtige Verlagerung. Und jetzt, ganz wichtig, es ist wichtig, dass du aktiv released, aktiv diesen Winkel löst. Du kannst sogar mit deiner rechten Hand arbeiten. Das muss passieren. Wir wissen alle, dass wir nicht zu früh schlagen dürfen. Es muss auch der Winkel muss eher spät gelöst werden. Aber wenn man an Halten denkt, oh, das ist meistens eine ganz schlechte Sache. So, ich will, dass du bewusst die Hände frei lässt, aber nachdem du dein Gewicht verlagert hast. So, die Übung sieht jetzt so aus. Der Ball liegt übrigens wieder gegenüber des linken Fußes. Ich mache meinen Schritt und dann benutze ich meine rechte Hand, meine rechte Seite, meine Hüfte durch den Ball. So, Schritt, Release. Und ich kann dir sagen, da ist Power und der Ball fliegt sehr weit so. Ich habe übrigens ein Eisen 8. Mit Eisen 8 trainiere ich meinen Schwung sehr gerne. Okay, so jetzt werde ich das tun ohne Schritt, aber mit dem gleichen Gefühl. Und dann in Zeitlupe wird es so aussehen. Hole aus, die Verlagerung kommt und jetzt, wenn ich verlagert habe, kann ich releasen, so viel wie ich möchte. So, wenn du das schaffst, von unten nach oben zu arbeiten, wenn du mit einer vernünftigen Verlagerung beginnst, dann kannst du nicht zu früh diesen Winkel
lösen. Okay, so versuch mal diese zwei Sachen zu kombinieren. Die Verlagerung und den Release. Wenn du das richtig hinbekommst mit der Verlagerung, brauchst du keine Angst zu haben, zu früh zu schlagen. Es ist eine gute Sache, es ist eine wichtige Sache. Wir müssen früher das Gewicht von rechts nach links, wenn wir Rechtshänder sind, bekommen. Danke für das Zugucken. Falls du noch nicht Abonnent bist von Wohnhortry Golf, bitte tu das jetzt. Tschüss.